herum. Klick. Super, hast du gut gemacht. Schönen guten Morgen aus dem Wald. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Adventwochenende und seid gut in die Woche gestartet. Wetter ist wieder mal richtig scheiße, aber kennen wir ja mittlerweile schon und passt auch ganz gut zum Thema von heute. Und zwar geht es nämlich um Pfotenpflege und da habe ich mal ein, zwei Fragen an euch. Es ist so, dass der Herr Lehmann, der hat so Fell zwischen den Ballen, hat wahrscheinlich jeder Hund. Und wir rasieren die bei ihm aber aus, damit er bei uns in der Wohnung, wir haben Fliesen, nicht immer so durch die Gegend rutscht. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass er nicht ganz so viel Dreck mit reinschleppt. Jetzt wäre aber meine erste Frage, ob man das im Winter halt auch macht oder ob diese Haare zwischen den Ballen irgendwie auch eine Funktion haben, dass sie im Winter halt irgendwie gegen Kälte schützen oder so. Da könnt ihr mir ja gerne mal zu schreiben, wenn ihr da eine Ahnung habt. Und wie immer teile ich natürlich eure Infos auch zum Ende der Woche wieder mit euch allen. Die zweite Frage ist, der Herr Lehmann hat so seit ein paar Tagen, Wochen, dass er sich vermehrt die Pfoten leckt. Und inzwischen sind die auch schon so leicht rosa. Ich habe das hier mal versucht zu filmen. Auf dem Bild oder im Video sieht es jetzt nicht ganz so krass aus wie in Wirklichkeit. Ja, wobei krass ist jetzt auch übertrieben, aber man sieht schon deutlich so einen rosa Stich in den Pfoten. Und da wäre meine Frage, ob das einfach durch den Dreck jetzt vom ganzen Regen- und Matschwetter hier ist. Also ist ja seit Wochen so, dass man im Grunde immer mit dreckigen Pfoten nach Hause kommt. Und dass er deswegen einfach sich die Pfoten mehr leckt, damit die sauber bleiben. Oder ob das irgendwie auch noch andere Gründe haben könnte oder vielleicht hat. Vielleicht ist das ja bei euren Hunden genauso. Und wenn ja, was habt ihr da eventuell für Tipps und Mittel gegen, um da ein bisschen gegen einzuwirken? Oder vielleicht sagt ihr auch, das ist halt ganz normal, ist nicht schlimm, braucht man sich jetzt nicht extra einen Kopf drum machen. Also was wir im Moment halt machen, wir haben so eine Jovec Naturseife, da machen wir ihm so ein Pfotenbad mit alle zwei Tage und machen die Pfoten mal so richtig sauber. Ich habe den Eindruck, es ist schon ein bisschen besser geworden, aber ja, vielleicht habt ihr da noch weitere Tipps, dann schreibt mir die gerne und wie gesagt, ich leite die dann am Ende der Woche an euch weiter. So, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später.